Ich habe hier gerade mit der Post ein neues Paket bekommen, Freunde. Ich habe mir hier den Victron Ladebooster bestellt. Ja, das Ganze ist ein B2B, ein Battery-to-Battery Ladebooster für unsere Lithium-Batterie da unten. Was ist die Aufgabe von dem Teil? Was macht das ganze Ding? Und zwar können wir damit während der Fahrt, also über die Lichtmaschine, über die normalerweise die Bordbatterie lädt, hier mit unserer Lithium-Ionen-Batterie im Fahrerraum mitladen. Das heißt, sobald der Motor anspringt, lädt hier unsere Zweitbatterie mit. Wir haben ja auch Solar auf dem Dach, aber falls es mal ja ein paar Wochen oder ein paar Tage ohne Strom gibt und wir hier einfach zu viel verbrauchen sollten, können wir so einfach eine kurze Tour machen, irgendwo hinfahren und die Batterien sind wieder voll. Ist auf jeden Fall richtig nice und natürlich eine super Möglichkeit, falls da auch irgendwas kaputt geht, ist immer gut, zwei Wege zu haben. Somit haben wir hier jetzt einmal den Strom, der über die Lichtmaschine generiert wird und den Strom von den Solaranlagen und sind so bestens abgesichert. Das Kabel ist jetzt durch, wie ihr sehen könnt. Es hat auch eine ganze Weile gedauert. Es ging jetzt nicht so schnell wie hier im Video. Ich habe da wirklich ein, zwei Stunden versucht, hier irgendwo einen guten Durchgang zu finden. Und ja, jetzt versuche ich das Kabel hier an den Draht zu befestigen und dann bis in den Motorraum durchzuziehen. Hoffentlich klappt es. Jetzt wird das Ganze nochmal isoliert, dass es auch hält und nicht irgendwie sich im Motorraum löst. Und dann ziehen wir es mal von der anderen Seite und hoffen, dass es mit rauskommt. Yay! Ja, das Kabel ist jetzt durch. Wir haben es geschafft. Ich bin auch mega froh, weil das wirklich das Schwerste war, das Kabel in den Motorraum zu kriegen. Jetzt ist meine Aufgabe einfach nur, das Kabel schön zu verlegen, hier irgendwie bis nach hinten zur Zweitbatterie. Aber das Ganze wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, um das ganze Ding einzubauen, habe ich letzte Woche schon mal Kabel verlegt. Und zwar musste ich ein Kabel von hier im Wohnraum bis vorne zur Fahrzeugbatterie legen. Dafür musste ich ein paar Teile ausbauen. Das hat alles gut geklappt. Das Kabel ist drin. Wir müssen jetzt hier nur noch zwei von diesen 60 Ampere Sicherungen verbauen. Und wir müssen hier diese Kabelschuhe anbringen, damit man das Ganze auch an der Batterie anschließen kann. Insgesamt brauchen wir hier vier von den Kabelschuhen und zwei Sicherungen. Eine Sicherung direkt an der Starterbatterie und eine Sicherung hier an der Zweitbatterie. Nicht ins Kabel, Mann. Ins Kabel. Ja. Also ich schneide dir schon keins ab, keine Angst. Also da wolltest du jetzt... Da muss die Ader-Endhülse drauf. Ah, ihr Jopte, dann habe ich viel zu wenig gemacht. Ist kaputt gemacht. Nee. Ist kaputt gemacht? Alles. Gleich fliegt's in die Luft. Scheißspielerei. Oh, Junge, Junge. Oh, und jetzt bis Anschlag durchdrücken. Was?
Ja, wir haben den B2B-Laderegler jetzt mit der Starterbatterie verbunden. Das Ganze konnte ich nicht selber machen, weil ich da nicht das passende Werkzeug dafür habe. Deswegen musste mir hier mein Elektrikerkumpel beim Pfuschen helfen. Das Ganze ist jetzt erledigt und ich muss jetzt mit meinem Handy in der Victron-App das Ganze einstellen. Ich habe hier nämlich eine Lithium-Batterie verbaut und damit das Ganze auch richtig geladen wird mit der richtigen Spannung, müssen wir das Ganze jetzt erstmal einstellen und danach schließen wir die Zweitbatterie an. So, jetzt sehen wir hier schon die Spannung von der Starterbatterie. Die ist 12,6 Volt. Das Ganze ist also voll. Die Ausgangs-, also die Zweitbatterie ist ja noch nicht eingeschlossen. Wir gehen jetzt in die Einstellungen und schauen, was wir hier haben. Öffnen Sie die Victron-App, um das Produkt... So, ich habe es jetzt gefunden und zwar muss ich von Stromversorgung aufs Ladegerät wechseln. Batterieeinstellung, Voreinstellung, normale Lichtmaschine. Und das war's auch schon. Jetzt können wir das Kabel zur Zweitbatterie anschließen. Kabel zur Zweitbatterie sind angeschlossen. Jetzt muss hier nur noch diese Sicherung rein und dann sollte es funktionieren. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Ich muss das Ganze erstmal aktivieren. Ja, ich habe mir schon gewundert, warum das auf meinem Gerät nicht angezeigt wurde. Damit aktivieren wir das Ding und stellen es scharf. Jetzt müsste es klappen. So, Kollege, starte mal den Motor. Also der geht jetzt hoch auf 14,5. Ah, jetzt erkennt er den Ausgang. 14,0. Und jetzt lädt's. Nice. Ja. Funktioniert. Okay. Geil. Also, wie ihr jetzt sehen könnt, es braucht ein bisschen. Erst wenn man den Motor startet, erkennt er die Spannung von der zweiten Batterie, dass das Ganze nicht durchgehend verbunden ist. Und jetzt sehen wir, die Eingangsspannung beträgt bei laufendem Motor 14,1 Volt und die Ausgangsspannung von der Lithium-Batterie 14,2. Das heißt erstmal, beide sind voll. Hier zeigt es uns an die Bulk-Ladung. Das bedeutet einfach, die Batterie lädt mit maximalem Strom, bis die Absorptionsspannung erreicht wird. Das heißt, die Batterie ist schon fast voll, zumindest über 80% und einsatzbereit. Jetzt sind wir fertig, können Feierabend machen und uns ordentlich... Ja, geil, Alter! Ja, und das war es jetzt eigentlich schon mit dem Ausbau gewesen, Freunde. Das war das letzte Teil, das wir einbauen mussten. Dieser Ladebooster ist drin. Ich bin wirklich mega froh. Wir haben jetzt noch 3 Tage bis zur Abfahrt. Was ich gestern noch gemacht habe, ist hier einmal alles, was weiß ist, nochmal so ein bisschen überstrichen. Ich habe ja nämlich 3 Durchgänge im Garten gemacht. Und da ist das Sonnenlicht natürlich ganz anders wie hier drin. Hier drin hat man dann doch noch ein paar Stellen gesehen, die nicht perfekt waren. Die habe ich überstrichen. Ja, jetzt werde ich hier noch mit dieser Folie hier diese Stelle einmal schwarz machen. Das gefällt der Jesse nämlich gar nicht, hatte ich schon ein paar Mal gefragt. Mich stört es jetzt nicht, aber das Ding ist ja in 2 Minuten dran, deswegen mache ich das noch eben schnell. Ja, wie ihr sehen konntet, der erste Versuch hat nicht geklappt. Es gab hier mega viele Blasen und ich habe die einfach nicht rausbekommen. Deswegen habe ich es abgemacht. Und ich habe mich an einen Kommentar erinnert, als ich schon mal irgendwo eine Folie aufgebracht habe von jemand von euch, der gemeint hat, man soll das Ganze vorher erstmal mit ein bisschen Wasser einsprühen und auch die Klebefolie mit Wasser einsprühen. Dann könnte man das Ding einfach hinlegen und wartet, bis das Wasser verdunstet und das Teil klebt. Ja, ich würde sagen, ich probiere es einfach mal aus. Hier ist natürlich nur Wasser drin, kein Reiniger. Schön in alle Ecken. Auch hier werde ich jetzt ein bisschen Wasser noch aufbringen. Okay, wow. Also ich muss sagen, es liegt gerade perfekt auf. Wenn das so trocknen würde, dann glaube ich, das ist ein ganz geiler Tipp war. Vielen Dank. Wenn du gerade das Video schaust und mir damals den Kommentar geschrieben hast, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt warte ich ab, bis das Ganze trocknet und dann kann ich hier mit dem Cuttermesser schön hier den Rand abschneiden.
Ja, das Ganze war jetzt ein, zwei Stunden beim Trocknen. Wie ihr sehen könnt, es ist keine Falte, gar nichts da. Also der Tipp war wirklich sehr gut. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch zurechtschneiden. Aber irgendwie hängt das Messer. Jetzt habe ich hier noch einige von diesen Klebepads für die GoPro bestellt. Die will ich hier überall im Bus montieren, damit ich immer mit meiner Actioncam aus jedem Winkel den Bus filmen kann, ja, und so richtig geile Aufnahmen machen kann. Der erste Streifen kommt jetzt genau hier hin. Dann hat man bei der Actioncam nämlich die Sicht nach draußen und kann die Cam hier umdrehen und hat danach die Sicht hier auf sich selber. So, jetzt kann man diese Kamera hier nämlich einfach einklipsen und während der Fahrt laufen lassen. Man hat dann die Sicht nach vorne und wenn man sie umdreht, sieht man uns. Der nächste Klebestreifen kommt jetzt hier hin. Der ist eigentlich gar nicht einsichtbar. Ja, und wenn wir dann fahren, kann man hier schön Aufnahmen aus dem Hinterfenster machen. Bei einer schönen Landschaft, ja, oder wenn coole Autos hinter einem sind, ist bestimmt richtig nice. Und was man hier auch noch mit diesem Adapterstück filmen kann, ist hier die Küchenzeile von oben, also ein Overhead-Shot auf die Küche. Das wird richtig, richtig nice. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch einen direkt über dem Tischbereich, damit man auch den Esstisch von oben filmen kann. Das mit den Kamerawinkeln hier ist tatsächlich eins der Sachen, auf die ich mich am meisten freue, Freunde. Da werdet ihr in den nächsten Episoden so viel davon sehen. Ich habe auf jeden Fall noch über 10 von diesen Sticks, die ich überall hinkleben kann, damit wir richtig, richtig geile Perspektiven während der Fahrt bekommen. Da habe ich schon richtig, richtig Lust. Ja, und jetzt das Beste kommt zum Schluss, bringen wir hier noch diesen Traumfänger an, den wir auch schon in unserem letzten Bus hatten, den uns unsere Freundin, die Christina, gemacht hat. Falls ihr Bock auf so einen selbstgemachten Traumfänger habt, verlinke ich euch die Seite dafür unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, sind auf jeden Fall wunderschön. You better tell the truth real fast. And then we're probably done. Das war jetzt tatsächlich das letzte Teil. Wir sind also fertig mit dem Wohnmobil-Umbauprojekt. 3 ganze Monate hat es gedauert. In 3 Tagen geht's los. Wir sind also richtig gut vorangekommen. Fast fertig geworden. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie es hier so ausschaut. So ist das Endergebnis. Alles weiß, schwarz, Sitze natürlich neu, Tisch natürlich neu, Couch natürlich neu, der Boden ist natürlich neu. Und ja, ich bin einfach nur zufrieden. In 3 Tagen geht's los, Leute. Ich freue mich so, so sehr. Die Küche hier auch richtig schön geworden. Es gibt auch noch mal eine volle Roomtour. Abonniert also unbedingt den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der diese ganzen Wohnmobil-Umbauprojekt-Folgen geschaut hat. Ich hoffe, ihr seid auch bei den Reisevideos wieder dabei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video von unterwegs aus. Bis dahin, macht's gut, ciao!